Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play hier bei Assassin's Creed Brotherhood. Wir machen natürlich dort weiter, wo wir in der letzten Folge stehen geblieben sind. Und natürlich auch erstmal ein Dankeschön an die vielen Leute da draußen, die das ganze letzte Video positiv bewertet haben. Denn wir machen natürlich weiter mit der Hauptstory. Und in der letzten Folge haben wir unsere Schwester Claudia gesehen und unsere Mutter, die sind auch hier in Rom. Und jetzt müssen wir zwei weitere Hauptstories erledigen oder beziehungsweise einfach nur Missionen. So, und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch mal und schauen, wie wir mal weiterkommen. Okay, das müsste jetzt irgendwo hier sein. Ich denke mal. Ah, hier haben wir eine Tür. Ezio Auditore! Kommt rein, kommt rein! Ich töte euch, wenn nicht. Bartolomeo. Wartet hier! Lernt meine Frau kennen! Penthesilea! Penthesilea! Wo ist sie? Habt ihr hinter dem Tisch geguckt? Ah, hier ist sie. Lieta di conoscervi. Charmant. Wahrlich. Jetzt reden wir über den Krieg. Wie läuft der Kampf gegen die Franzosen? Bene. Meine Männer behaupten sich. Machiavelli schien zu glauben, es gäbe Schwierigkeiten. Ihr kennt Machiavelli. Abbiamo bisogno del vostro aiuto! Scusatemi. Gib mir Bianca. Ezio, ich komme gleich zum Punkt. Der Kampf läuft nicht gut. Wir werden von zwei Seiten angegriffen. Die Borgia dort, die Franzosen hier. Doch wisset, die Stellung der Borgia ist schwach. Besiegt ihr sie, können wir unsere Truppen auf die Franzosen konzentrieren. Ich glaube, ich habe eine Idee. Hab Dank für euer Vertrauen, Madonna d'Alviano. Das Mindeste, was ein Weib für ihren Mann tun kann. Zwischen Baum und Borke. Ja, diesen Kerl kennen wir schon bereits aus dem letzten Teil. Und ach du Scheiße, die werden hier direkt hier angegriffen. Hey, haltet den Hauptmann auf, bevor er den Turm erreicht. Okay, Hauptmann, 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 ich krieg dich. Du kannst von mir nicht entkommen. Jawohl. Bartolomeo. Kennen wir ja, wie gesagt, bereits aus dem zweiten Teil. So, okay. Okay, ah, Moment mal, ich will ihn erstmal plündern, weil wir haben in der letzten Folge irgendwie, finde ich, sehr viel Geld verloren. So, und ich denke mal, jetzt können wir diesen Tour machen, also diese Nebenmission. Ist es für mich nur eine gute Frage, ob ich hier springen soll, aber... Ach komm, das ist ja nur Wasser! So, schwimmen kannst du ja jetzt, Jo. Ja, weil das Fiese ist, am Ende der letzten Folge wollte ich ja eigentlich so einen Tour machen, aber das konnten wir nicht. Und anscheinend, wie wir es herausgestellt haben, gehört es Teil zu der Hauptstory. Deswegen wusste ich ja es nicht. Sorry. Deswegen war das Ende von der letzten Folge ein bisschen merkwürdig. So, hier kommen. Plündern wir erstmal. Ich muss jetzt auch nicht jede einzige Wache töten, den ich jetzt hier sehe. So, wichtig ist natürlich, dass wir freischalten können. Okay, ich brauche einen anderen Weg. Ah, Moment mal, Moment mal. Ah, hier sieht schon mal gut aus. Fast da, Ezio, fast da. Wir haben es ja gleich geschafft. Ich will schon das Klettern. Also ich habe nichts gegen Klettern. Ich mag das sogar beim Assassin's Creed, aber so manche, wie jetzt hier, ist es schon ein bisschen nervig. Aber ich meine, klar, die haben es ja ein bisschen realistischer gemacht.
Ach scheiße, ich bin gesprungen. Ich wollte noch den Aussichtspunkt machen, aber egal. Ich hab's ja glatt vergessen. Ich wusste jetzt in Wirklichkeit nicht, macht das jetzt Ezio, also springt der von automatisch runter, wenn wir das jetzt anzünden oder eher nicht. Aber, hä? Irgendwie haben wir den Aussichtspunkt doch noch freigeschaltet. Okay, geil. Okay, Leute, vergiss, was ich gesagt habe. Ich nehme es alles zurück. Ezio, tut mir leid. War nicht bös gemeint. So, okay. Danke mir, wie es aussieht, wieder zurückkehren. Ich glaube, das war es dann auch mit der Mission, oder? Keine Ahnung. Weil manchmal sind die echt kurz. Einige ultra lang. Einige, naja. Entweder nicht zu kurz und nicht zu lang. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie, das war es auch schon mit der Mission. Ich weiß nicht, aber wir werden das eh ja gleich sehen. Ezio, wir haben diese dreckigen Feiglinge in die Flucht geschlagen. Ja, haben wir. Nun, ohne die Hunde des Papstes werde ich mehr Männer in den Kampf führen können. Doch zuerst möchte ich die Kaserne verstärken. Wer kümmert sich darum? Ich bin nicht gut in sowas. Ihr seid der Gebildete, ihr prüft die Pläne. Va bene. Aber dafür muss ich von jeder Bewegung Cesares und Rodrigos erfahren. Können eure Männer sie für mich verfolgen? Natürlich. Okay, mit den Architekten sprechen. Schon wieder. Aber ich glaube, wir bauen eher sozusagen unsere Basen auf hier in Rom. Weil der Titel heißt ja nicht umsonst Bruderschaft. Ja, und ich habe jetzt wahrscheinlich wieder so viel Geld verloren. Und ist sie nicht wunderschön? Sehr eindrucksvoll. Täglich schließen sich mehr an. Es ist ein richtiger Wettlauf und genau so mag ich es. Wie ihr hier seht, zeigt die Tafel die Platzierungen der besten Krieger. Zeigt euer Können und erobert die Spitze. Sollte ich nicht schon ganz oben stehen? Komm, Jans Kampf fängt jetzt an. Wenn ihr euch beweisen wollt, solltet ihr kämpfen. Nun bitte entschuldigt mich. Ich habe auf den Kampf gewettet. Wo ist Bartolomeo? Unten, bei dem Kampf. Für ihn ist die Welt ein ewiges Ringen. Aber Strategie ist ebenso wichtig. Nehmt diese Brieftauben als Beispiel. Jede Taube von Machiavelli bringt den Namen eines wichtigen Templers in Rom. Eliminiert diese und ihr erreicht mehr, als jede Schlacht es vermag. Hab Dank, Madonna. Könnt ihr Bartolomeo bitten, auf die Isola Tiberina zu kommen und mich über Cesare und Rodrigo zu unterrichten? Er wird kommen. Okay, ja, ich hab's gewusst. Das war schon relativ sehr kurz, finde ich. Also kürzer die, was wir auf der letzten Folge gemacht haben. So, okay. Dann schaffen wir doch beide Missionen schon zu erledigen. So, dann hole ich erstmal mein Pferd. Ne, ich meinte mein Pferd, nicht mein Adlauge. Ich vergesse auch immer, dass ich nur einmal Dreieck drücken muss und nicht gedrückt halten. Okay, so, ich folge einfach der Spur. Einfach der Spur folgen und einfach niemanden umrennen. Auch wenn so einige Leute so dämlich sind, mitten auf der Straße zu sein. Ich bin noch so freundlich und gehe ja auch noch mit meinem Pferd. So, ich weiß nicht, ob wir da lang können. Ah, das sieht schon gut aus. Ey, kommt schon. Das ist jetzt. Wir können doch hier runterspringen. Ist auch nicht so. Wir können's, aber unser Pferd anscheinend nicht. Aber wir machen natürlich den geilsten Trick. Denn unser Pferd spawnt einfach hier hin. Ey! Und er wollte mich umrempeln. Mein eigener Pferd. Hey,
Mein eigener Pferd möchte mich umrempeln. Ich hoffe, ich gehe überhaupt auch in die richtige Richtung. Ich meine, wir verfolgen ja schon das Ziel, beziehungsweise achten auf den Kompass, aber trotzdem. Es wird uns ja nie so richtig gezeigt, welche Straßen wir eigentlich nutzen können. Wir haben selber die freie Wahl. Ich möchte vielleicht auch noch kurz zu erwähnen zu der Story. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob ich vielleicht in der ersten Folge erzählt habe, dass die Story zu kurz ist oder generell wie so der Dauer der Storyverlauf ist. Also, ich kann euch nur sagen, die Story von hier, also von Brotherhood, ist relativ nicht so genau lang wie der zweite Teil. Also, ihr müsst vorstellen, der zweite Teil ist der längste Teil der Ezio-Trilogie und Brotherhood und Revelation sind beide die kürzeren Teile. Und jetzt muss ich irgendwie gucken, ob ich hier irgendwie runterkomme. Und das ohne Schmerzen. Aber anscheinend muss ich hier irgendwie den kompletten Weg nochmal zurücklaufen, was auch so ärgerlich ist. Und hier ist wieder eine Truhe. Wenn ich schon mal sowas sehe, dann komm. Sammle ich das einfach ein. Je mehr Geld wir haben, desto mehr können wir leisten. Aber ich finde das immer so gefährlich, ab der Höhe runterzuspringen. Ja, ihr wisst ja, man darf hier niemals was unterschätzen. Okay. Na komm, komm Pferd. Na komm, 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 komm. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Am besten gesagt, finde ich immer hier, in diesem Spiel hole ich ja eigentlich nur mehr Rüstung, weil wir ja mehr Lebensenergie bekommen. Weil für mich ist das irgendwie gerade das A und das O. Klar, wenn man hier 100% einen 100% Run macht, dann klar, macht man hier alles. Und ist auch ein bisschen sparsamer. Aber hier, wie gesagt, will ich ja nur die Story machen. Deswegen reicht das erstmal, wenn ich nur für Rüstung ausgebe. Für Waffen ist es ein bisschen so schwierig, weil das Schwert macht schon einen guten Schaden. Und wir sind da, Gott sei Dank. Hallo? Ezio, was soll das denn? Ezio. La Volpe, ich bin überrascht, euch zu sehen. Und was treibt euch vor meiner Haustür? Wartet, ich kenne die Antwort. So wie immer. Ihr wollt meine Spione einsetzen. Dann helft mir. Um Machiavelli zu helfen? Nein, danke. Dieser Mann verrät unseren Orden. Ein ernster Vorwurf und das von einem Dieb. Habt ihr Beweise? Er war Botschafter am Hof des Papstes und ist als persönlicher Gast von Cesare gereist. Ich weiß auch, dass er euch kurz vor dem Angriff auf die Villa verließ. Machiavelli mag nicht allen gefallen, aber er ist Assassine. Kein Verräter. Mich überzeugt das nicht. In diesem Moment trifft er jemandem im Trastevere. Wollt ihr mich begleiten? Ich folge euch. Doppelagent und ein weiterer, den wir bereits aus dem zweiten Teil kennen. La Volpe. Den kennen wir ja auch bereits aus dem letzten Teil. Ich glaube, den haben wir kennengelernt, wo wir in Venedig waren, wenn ich mich nicht irre. Oder war das schon noch vorher?
Das weiß ich jetzt auch nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall haben wir ihn auch kennengelernt, wo wir ihn... Also, haben wir im letzten Teil kennengelernt. Und ich dachte, wir laufen eigentlich hier zusammen und nicht hier wieder alleine. Egal, egal. Wen interessiert das? Ich muss hier alles alleine machen. Und was haltet ihr davon? Hilfe! Holpe! Mein Sohn Claudio wurde verletzt! Sie werden ihn erschießen! Die erledige ich! Los, holt euch die anderen! Okay, Moment mal, was geht denn hier erstmal hier vor? Ja, hallo? Oh Mann, ey. Was geht denn hier ab, ey? Oh, komm schon, Leute, stirbt! So, erledigt man das. Was? Ich bin jetzt... Schnell, such dein Versteck. Ich kann nicht. Die werden mich töten. Passt gut auf. Tut, was ich tue. Bleib dran. Genau, das wollte ich jetzt sagen. Ich bin jetzt extrem gesucht? So schnell? Im Ernst? Okay, wir müssen jetzt echt vorsichtig sein. Jetzt gehen wir mal schön rechts... Komm, schnell hier lang. Kann er klettern? Ich glaube, der kann nicht klettern. Hallo Leute, da bin ich wieder. Es gab jetzt einen kurzen kleinen Cut, weil ich dummerweise vergessen habe, meinen Laptop mit dem Akku anzuschließen, also mit dem Ladekabel. Deswegen, der ist jetzt nicht ausgegangen, aber der hat schon gewarnt, dass der Akku sehr, sehr gering ist. Deswegen muss ich jetzt hier gerade unterbrechen. So, wo können wir jetzt hier lang? Ah, das sieht schon gut aus, Oh fuck. Okay, wie machen wir das denn? Aber hier sind auch Wachen. Nee, das ist ja glatte Selbstmord. Ja, weil Claudio kann leider nicht klettern. Ah, das sieht gut aus. Ja, ausgetrickst. So, geschafft. Wir haben es geschafft. Sehr gut. Claudio. Molte grazie, Messere. Taucht eine Weile unter. Die Wachen suchen nach euch. Es hängen schon Steckbriefe. Dann reißt sie ab. Oder steckt den Herolden ein paar Florin zu, damit sie schweigen. Ich könnte auch Zeugen eliminieren. Ihr wisst, wie man untertaucht. Okay, so, wie machen wir das denn jetzt?
Das haben sie mit absichtlich gemacht, diese Entwickler, dass wir jetzt hier ultra gesucht werden. So. Und nur noch Steckbrief. Und jetzt bin ich wieder ein freier Mann. Ich werde nicht mehr gesucht. Sondern nichts wie weg hier. So, die Truhe nehme ich gerne mit. Ezio, komm. Das verstehe ich jetzt aber auch nicht. Warum kann hier Ezio nicht klettern? Komm schon, das kriegt doch jeder hin. Was war das für eine Nacht? Wolpe, hört mich an. Der Schein trügt. Ihr habt von Machiavelli nichts zu befürchten. Dessen bin ich sicher. Ich habe euch für Claudios Rettung zu danken. Wenn ihr sagt, Machiavelli sei unserem Orden treu, glaube ich euch. Also, was ist mit den Dieben? Wir wollten dieses alte Gemäuer reparieren. Aber nun, da wir zusammenarbeiten, würde ich gerne wissen, was ihr denkt. Wir müssen vor allem die Borgia fernhalten. Vielleicht als Taverne getarnt. Ja. Das gefällt mir. Dann soll es so sein. Okay, dann wieder einmal schnell renovieren, damit die Bude hier schön glänzt. Ja, wir wollen sie alles akzeptieren. Willkommen, Ezio, im La Volpe Addormentata. Die Taverne ist perfekt. Niemand wird ihren wahren Zweck erraten. Von hier leiten wir die Gilde. Besucht mich, wann immer ihr wollt. Vielleicht gibt es Aufträge zu erledigen, die unserer Sache in der Stadt dienen. Ich sehe, ihr Diebe liegt im Wettstreit. Ihr könnt teilnehmen, wenn ihr wollt. Vielleicht könnt ihr ihnen noch etwas beibringen. Oh ja, ich vergaß. Wir haben auch Glücksspiele. Eine sehr gute Einkommensquelle, denn wir sorgen dafür, dass die Borgia-Wachen immer verlieren. Eine Sache noch. Eure Spione müssen den Apfel finden. Er wurde mir entwendet. Wir suchen bereits die Stadt danach ab. Molto bene. Kommt zur Isola Tiberina, wenn ihr ihn findet. Werde ich. Okay, geil. Mission beendet. Sehr schön. Wunderbar. Gut, ja, und jetzt auf der Karte wird uns schon die nächste Mission angezeigt. Die ist aber schon, ich glaube, etwas weiter weg. Kann das sein? Ja, hier in der Mitte. Okay, Leute, aber zeitlich, das schaffen wir jetzt leider nicht mehr. Deswegen werde ich jetzt auch hier die Folge beenden, so leid es mir auch tut. Ja, das ist wieder mal fies von mir. Ich bin immer so ultra gemein, aber ich kann nichts dafür. Ich hoffe, die Folge hat euch wieder mal grandios gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da. Oder schreibt doch wenigstens was Nettes in den Kommentar, denn das würde mich persönlich super duper freuen. Und ich würde nur noch sagen, wir sehen uns das Ganze in der nächsten Folge hier bei Assassin's Creed Brotherhood. Mach's gut, bis bald und haut rein. Tschüss.